Die Bitcoin-Preise fielen am Freitag stark, während die Ether-Preise ebenfalls abtauchten und fast 150 Milliarden US-Dollar vom Kryptomarkt abwischten. Bitcoin fiel um etwa 15% und wurde laut Coinmetrics am späten Freitag bei etwa 36.000 Dollar gehandelt. Ether, die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, stürzte um etwa 20% ab und handelte rund 2.500 Dollar. Der Rückgang der Kryptowährungen folgt auf die Verluste an der Wall Street am Donnerstag. Der Nasdaq Composite verlor in dieser Woche 7,6% und der S&P 500 fiel zum dritten Mal in Folge um 5,7% in Folge. Steigende Zinsen haben Anleger dazu veranlasst, Positionen in riskanteren Vermögenswerten abzubauen. Anfang dieser Woche wurde die Benchmark-Rendite für 10-jährige Staatsanleihen über 1,9% gehandelt. Die Federal Reserve hat auch angedeutet, dass sie plant, mit der Reduzierung ihrer Bilanz zu beginnen, Anleihen zu reduzieren und die Zinssätze zu erhöhen. Ein gängiges Anlageargument für Bitcoin ist, dass es als Absicherung gegen steigende Inflation infolge staatlicher Anreize dient, aber Analysten sagen, dass das Risiko darin besteht, dass eine restriktivere Federal Reserve Bitcoin den Wind aus den Segeln nehmen könnte. Als die Renditen später in der Woche zurückgingen, sagte der leitende Marktanalyst des Devisenhandelsunternehmens Onda, Edward Moye, es sei ein wenig enttäuschend, dass Bitcoin nicht positiver auf die Umkehrung der Renditen von Staatsanleihen reagiert. Die Bitcoin-Preise sind seit November stark gefallen und stürzten um mehr als 40% von einem Rekordhoch von etwa 69.000 Dollar ab. Einige Experten warnen davor, dass der Kryptomarkt bald auf einen Abschwung zusteuern könnte, da eine verschärfte behördliche Kontrolle und starke Preisschwankungen die Aussichten von Bitcoin dämpften. Die Aufsichtsbehörden gehen auch gegen Kryptowährungen vor. China verbietet alle kryptobezogenen Aktivitäten vollständig, und die US-Behörden gehen auch gegen bestimmte Aspekte des Marktes vor. In einer Mitteilung vom Donnerstag hatte Moya von Onda vorhergesagt, dass Bitcoin unter 40.000 Dollar fallen könnte, da die russische Zentralbank ein Verbot der Verwendung und des Schürfens von Kryptowährungen auf russischem Territorium vorgeschlagen hatte und behauptete, die digitale Währung stelle ein Risiko für die Finanzstabilität und die Souveränität der Geldpolitik dar. Russland gehört zu den drei führenden Ländern für Bitcoin-Mining, stellte er fest.